Ja, hallo liebe Geoleben, TV zu sehen und bewusst gesund, Freunde, schön, dass du hier wieder mit dabei bist. Heute ein Thema, über das zwar alle Bescheid wissen, und zwar, dass vor allem raffinierter Zucker krank machen kann und den Blutzucker ziemlich in die Höhe treibt. Doch warum das so ist und wie es mit den anderen vielfältigen Zuckerarten eben so ausschaut, das erfährst du natürlich wie immer nach dem Intro. Ja, meine Lieben, raffinierter Zucker ist nicht gesund und er ist zwar deshalb auch um einiges ungesünder als noch vor 40 bis 50 Jahren, weil in dieser Zeit der Haushaltszucker zwar auch raffiniert war, wir jedoch wesentlich weniger davon konsumierten. Ja, da es wesentlich weniger von diesen süßen Dingen einfach gab und eins vor allem, in dieser Zeit gab es noch keine Fertigprodukte. Ja, und in Fertigprodukten, wie wir ja wissen, ist eine Menge an Zucker versteckt. Doch warum ist es jetzt nun? Warum ist jetzt nun der raffinierte Zucker so ungesund und wie schaut es zum Beispiel mit Rohrzucker, mit Rohrzucker, mit Honig, mit Stevia, mit Fruchtzucker, mit Milchzucker und vielen anderen Zuckerarten denn überhaupt nun aus? Wir beginnen einfach mal mit dem Haushaltszucker, sogenannten Industriezucker. Ja, unser Haushaltszucker macht nicht nur süchtig und fett, hyperaktiv und verhaltensgestört, sondern er macht schlicht und einfach krank. Ja? Die auffälligste Wirkung von Zucker ist eben der enorme Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Zum Beispiel täglich eine Dose Limonade sorgt dafür, dass die Chancen, Diabetes zu bekommen, um 85% steigen. Ja? Das ist schon enorm. Und das wiederum kann eben auch die Lebenserwartung um 11 bis 20 Jahre senken. Und das ist dann echt schon wirklich eine Hausnummer. Wer möchte denn wirklich bewusst 20 Jahre weniger leben? Zucker hat auch noch negativen Einfluss auf eine gesunde Verdauung und fördert somit eben auch den Pilzbefall im Darm, das wiederum einfach Allergien hervorruft, ein schwaches Immunsystem fördert, Depression hervorrufen kann, Müdigkeit, Leistungsschwäche. Das sind dann eben so Symptome, die wir nur allzu gerne in Kauf nehmen, weil sich viele, viele Menschen, die Zucker essen, an diesen Zustand einfach auch gewöhnt haben. Ja? Zucker macht ja süchtig und spricht eben dann das Belohnungssystem an, welches uns dann immer wieder fordert, Zucker zu essen. Das heißt, wir belohnen uns quasi jeden Tag und dieses Belohnungssystem ist bei uns angelegt. Knochen- und Gelenkprobleme, wie schon gesagt, Verdauungsbeschwerden, Herz-Kreislauf-Störungen, Autoimmunkrankheiten, Sehstörungen, Leberschwäche und viele wiederum davon abhängige Symptome sind dann eben das Ergebnis von raffiniertem Zucker, eben direkt so gegessen im Kaffee, im Tee oder wo auch immer oder eben in Lebensmitteln versteckt. Was ist Zucker denn nun, den wir meistens eben Haushalts- oder Industriezucker nennen? Ja, meine Lieben Zuseher, Zucker ist ein Zweifachzucker und ein Kohlenhydrat, bestehend aus einem Molekül Glucose und einem Molekül Fructose und wird vorwiegend eben aus Zuckerrohr, aus Zuckerpalme oder wie in unseren Breiten eben aus Zuckerrüben hergestellt. Die bekanntesten Zuckerarten davon sind eben Rübenzucker, Rohrzucker, Sorbit, Traubenzucker, Milchzucker, Fruchtzucker und Honig. Ja? Und bis auf Honig und Fruchtzucker sind alle genannten Zuckerarten optisch rechtsdrehend, was dann zur Folge hat, dass sie nicht mit den Hefen vergärungsfähig sind, was jedoch für den Stoffwechsel äußerst wichtig wäre, meine Lieben. Ja? Kommen wir also nun zum sogenannten Haushalts- bzw. weißen Kristallzucker. Dieser Zucker hat eine viel zu lange Kettenlänge, wodurch es eben für unsere Mundschleimhautzellen, für die Zahnbeinzellen und Darmzellen viel zu schwer wird, diesen Zucker aufzunehmen. Dies ist nur unter größtmöglicher Aufblähung der Zellen möglich, was mit dem zelleigenen Wasser nicht mehr wirklich gelingt und deshalb eben dann der Befehl ans Gehirn, Wasser trinken, weitergeht. Aufgrund der Wassermenge platzt nun die Zelle und durch den osmotischen Druck gelangt der ganze ungelöste Zucker vor allem nun direkt ins Blut. Und in der Blutbahn verweilt der Zucker nun an die 8-9 Stunden, bis er dann endlich als Energie verwendbar
isst, ja, und in dieser Zeit zirkuliert der Zucker und verletzt die Blutgefäße. Auch die Leber und Muskeln leiden unter Zuckermangel, in dem Falle, beziehungsweise Energiemangel. Dadurch entsteht dann der allseits bekannte Heißhunger auf Süßes. Das werden die meisten kennen, dann mitten in der Nacht aufstehen und, was weiß ich, eine Tafel Schokolade verdrücken oder sonst irgendwas. Ja, als nächste Zuckerart haben wir Sorbit. Ja, Sorbit wird meist als Halsbarmittel genommen und hat ein sehr großes Suchtpotenzial. Das merken wir dann, wenn wir mit dem Essen nicht mehr aufhören können, obwohl es einem gar nicht oder nicht mehr schmeckt. Sorbit stellt auch ein Gift für unsere Kapillargefäße dar. Ja? Also eher Finger weg von dem Zeug. Schauen wir uns den Traubenzucker an. Dieser geht zwischen den Zellen sehr, sehr schnell ins Blut und deshalb wird er eben auch meist im Sport verwendet. Ist das Blut jedoch schon mit Zucker ziemlich gesättigt, bedeutet das, dass Insulin dafür sorgen muss, dass der Blutzuckerspiegel gesenkt wird und in den Zellen und dann eben weiter in die Zellen geht. Sind aber auch die Zellen schon gesättigt von Zucker, so verwandelt sich der restliche Zucker, der ja nirgends mehr hin kann, in ungewollte Fettzellen, die sich dann halt am Körper bemerkbar machen. Der Honig. Ja, beim Honig verhält sich's ähnlich wie mit Traubenzucker. Der hat jedoch aufgrund seiner gesunden Inhaltsstoffe eine Pufferwirkung, ja, sodass der Zucker des Honigs nicht so schnell ins Blut gehen kann. Ja. Hier wird eben durch diese zusätzlichen Stoffe wird der Zucker zurückgehalten, der Zucker des Honigs zurückgehalten und er geht einfach wesentlich langsamer ins Blut. Ein paar Kaffeelöffel am Tag sind in dem Falle auf jeden Fall gut verträglich. Ja, weiter kommen wir zum Milchzucker. Ja, dieser ist wie anfänglich erwähnt optisch rechtsdrehender Zucker und hat eben daher im Stoffwechsel einfach nichts zu suchen. Er kann auch nicht durch die Darmwand und bleibt daher im Darmlumen und liefert den dort ansässigen Bakterien eine Menge Futter. Dass das nicht gut ist, kann sich wohl auch ein jeder vorstellen. Milchzuckerunverträglichkeiten sind ja allseits bekannt. Was ist denn nun mit dem Fruchtzucker? Werden sich wohl auch einige denken, ja, mit dem Fruchtzucker, der ist ja auch etwas in Verruf gekommen in der letzten Zeit. Warum? Fragezeichen. Grundsätzlich wird der Fruchtzucker in den Darmzotten in zwei einzelne Ringe getrennt, ja. Und dort verbleibt der Fruchtzucker solange in den Darmzellen, bis das Blut sagt, dass es Zucker benötigt. Das ist ja grundsätzlich super. Der Zucker kommt nur ins Blut, wenn er gebraucht wird. Und in der Blutbahn bleibt der Fruchtzucker auch nur für 30 Sekunden, wird also ganz, ganz schnell in Energie umgewandelt. Das Problem ist nun, und das, warum der Fruchtzucker hier auch in Verruf gekommen ist, dass eben der Fruchtzucker auch ein Kalk- und ein Vitamin B6-Räuber ist, wie eben auch der Industriezucker. Dieser jedoch im Vergleich, also der Fruchtzucker ja eben im Vergleich zu Industriezucker ja nur 30 Sekunden in der Blutbahn verbleibt, also ist das Ganze wohl mit Sicherheit nicht so schlimm und in dem Falle werden die Vorzüge auf jeden Fall hier wesentlich besser sein. Ja, bei Fruchtzucker jedoch darauf achten, dass hier aufgrund anscheinend besserer Haltbarkeit wird möglicherweise immer wieder vorgegaukelt, eben dass eben mit dem Fruchtzucker kein Sorbit oder eben auch Süßstoff hier mit beigemengt wird, weil wenn wir das Sorbit wieder drinnen haben, dann haben wir die anfänglich schon erwähnten Nachteile von Sorbit. Also das macht keinen Sinn. Also hier wirklich, wenn Fruchtzucker, nur reinen Fruchtzucker. Ja, wie schaut es denn nun mit den allseits so beliebten Süßungsmitteln, Süßstoffen aus? Ja, hier allen voran, ich hoffe, man hat hier meine Ironie mit herausgehört. Ja, hier allen voran eben Aspartam. Aspartam wird ja im Organismus wieder in seine Bestandteile komplett zerlegt und davon ist ein Bestandteil Methanol. Und das ist gar nicht gut, denn aus Methanol entsteht schon bei 29 Grad Wärme Formaldehyd. Und Formaldehyd wird für die meisten auch nicht super gesund klingen. Das ist ja eben in Verruf gekommen, Krebs hervorzurufen und eben auch Erbgut zu verändern. Also lieber Finger weg von Süßstoffen, wenn du dir hier einfach unsicher bist. Ja, aber ihr wisst es ja eh, es gibt noch einige viele Dinge. Es ist natürlich alles unbedenklich, sonst wäre es ja nicht verkäuflich, so eben der Mainstream.
Aber hier bitte die eigene Meinung bilden auf jeden Fall. Ja, meine Lieben, was ich von Stevia, von Erythrit, von Birkenzucker und Co. halte, erfährst du in einem weiteren Video, wenn es um das natürliche Bedürfnis auf Süßes geht, weil das ist ja eigentlich ein natürliches Bedürfnis, das ist ja nichts Böses, wenn man etwas Süßes mag. Also bis dann, bleibt mir oder werdet mir gesund, weil ihr wisst, das ist sowieso das Wichtigste, eh schon wissen, Daumen hoch oder mehrere, schreibt mir eure Meinung hinunter in die Kommentare und schaut auch auf meine Homepage bewusst gesund, geosixlebensmut.at, hier findest du noch viele, viele weitere Informationen zum Thema selbstverantwortliche Gesundheit und auch einige Empfehlungen an Nahrungsergänzungen und sonstigen Mitteln meinerseits. Ja, in dem Sinne sage ich Ciao, Tschüss und Servus. Ich habe euch lieb, euer Geo. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich.